Hallo Leute, Sil hier und willkommen zurück zu Exotic Industries. Ihr seht's vielleicht schon, ich habe off-camera was Neues gebastelt und zwar grüne Forschung. Die läuft schon. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe die jetzt hier unten hingestellt, weil ich dachte, oh, warum eigentlich immer noch weiter nach oben bauen, wo hier unten noch Platz ist. Und mein ursprünglicher Gedanke war, Mensch, hier ist noch Kupfer, hier ist Stahl, hier ist Eisen. Warum das alles nach oben buckeln, wenn wir es auch hier nutzen können? Und jetzt bin ich doch relativ schmal rausgekommen, hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe erstmal einfach angefangen, hier das irgendwie hinzuklatschen, habe irgendwie für eine Stunde gebraucht, so ein Design jetzt zu bauen. Ich dachte, bevor ich euch damit nerve, wie ich es baue oder langweile, baue ich es einfach und zeige es euch hinterher. So. Was haben wir hier? Natürlich, wir brauchen die grünen Wissenschaftspakete und Simulationsdaten. Und ich habe das jetzt einfach mal aveng für die Zukunft mit vorbereitet. Weil wir haben ja hier nur noch die blauen Assembler und nicht die guten, sage ich mal. Und in dem Verhältnis passt das mit denen, dass das zwei Fabriken bedienen kann. Später kann so ein, wie heißt das hier, also so eine Simulationskammer nur noch eine Fabrik bedienen, falls wir es mal umbauen. Aber das habe ich zumindest mit berücksichtigt, dass man es erweitern kann. So, dann brauchen die hier noch dieses Ammoniakgas. Weiß nicht, ob das Ammoniak sein soll, keine Ahnung. Jedenfalls brauchen wir das halt in der Chemiefabrik mit Nitrogen und Hydrogen. Das ist hier relativ einfach herzustellen. Hier kommt nur als Nebenprodukt auch noch Sauerstoff, den müssen wir loswerden, das machen wir hier. Und dann habe ich halt geguckt, wie man das alles möglichst platzsparend zusammenschlüssern kann. Und so sieht das aus. Zumindest erstmal für das Gas. So, dann brauchen wir noch Elektromotoren und Kombinatoren. Elektromotoren habe ich jetzt hier einfach gebaut. Und hatte mal geguckt, wo kriege ich denn den Rest für die Elektromotoren her. Ja, ne, Schmiermittel ist klar, kommt irgendwo von oben. Und dann hatten wir ja schon so ein Band voller Motoren gehabt. Und ich habe das mal mit dem Calculator ausgerechnet, in Anführungsstrichen. Das, was wir hier herstellen, reicht vollkommen aus, um sowohl unsere Forschung zu bedienen und, also beide Forschungen zu bedienen im Übrigen. Das ist mega. Ich habe das hier nochmal ein bisschen weggespeckt mit den Kisten für die Elektromotoren. Da haben wir jetzt genug in Reserve, wenn wir irgendwas bauen wollen, ne? Mehrere tausend. Und für die Forschung stellen wir die jetzt hierher. Gut, dann brauchten wir noch Eisenteile. Da reicht eine so eine Fabrik, habe ich jetzt einfach mal quer gezogen. Und Kupferkabel, die hole ich von hier unten, weil hier stehen sowieso genug Fabriken. Im Kern ungenutzt gerade. Wieso werden denn hier grüne produziert? Da soll hier keine grünen produzieren. Die grünen sollen noch von oben genutzt werden. Ach so, weil er die... Nee. Man weiß es nicht. Ach so, hier, der hier. Die hatte ich vorhin schon gebaut gehabt. Oder was heißt vorhin? Vorher. Und auch eine so eine Fabrik reicht, um die ganze Forschung zu bedienen. Gut, ja, für die muss es jetzt produzieren. Ja. Komm, dann wollen wir hier natürlich auch unsere Module haben, wenn es schon arbeitet. Dann soll es wenigstens stromsparend arbeiten. Was arbeitet hier noch? Und hier fehlen in dem Planner noch die Steinbrüche, ha? Wo haben wir die denn? Da. So. Reicht ja anscheinend. Hier haben wir ja auch noch alles gefühlt, was gerade arbeitet. Warum das denn? So, jetzt weiß ich nur nicht. Also von den Baurobotern her kommen wir hin. Gerade so mit dem da oben. Sieht gut aus. Guck mal, dann haben wir hier auch noch was, was... Komm, Module braucht. Ja, komm. Lass uns das einmal alles mit Module ausstatten. Keine Ahnung, wie viele wir haben.
Dann nehmen wir den auch noch. Und dann sind die hier oben alle bedient, hä? Nanu, was ist hier rot? Oh, das ist jetzt nicht den sein Ernst, Alter. Ich raste aus. Warte mal, wäre ein Flammenturm rangekommen? Auch nicht. Ach, das ist ja jetzt echt mies, hä? Ja. Okay. Kümmern wir uns später drum. Wir haben nämlich ein Problem. Die grüne Forschung können wir hier noch gar nicht reinschmeißen. Ist nämlich voll. Und es scheint tatsächlich so zu sein. Ich hatte einfach mal hiervon diverse eingereiht in der Hoffnung, dass irgendwann die Anfangsforschung verschwindet. Aber es scheint nicht so zu sein. Also nicht, dass ich es gesehen hätte. Hätte die ganze Reihe voll gehabt und es blieb dabei. Und dann waren wir schon bei 22.000 gewesen, was das kostet, wenn das skaliert. Also diese Unendlichkeitsforschung skaliert richtig hoch, ne? Und dann dachte ich so, okay, komm. Dann eben nicht. Und dann habe ich jetzt hier die Artillerie eingereiht. Und dann einmal Reichweiten-Upgrade, weil das macht tatsächlich 30% Reichweite-Upgrade. Super geil. Und vor allem für den Preis, ne? Ne, das ist der aktuelle, wo alles am Ende schon eingereiht ist, glaube ich. Jedenfalls war das halt noch nicht so eine krasse Preissteigerung. Dann dachte ich, komm, dann nimmst du es mit. Weil auch das ist Unendlichkeitsforschung. Und wenn ich davon mehrere einreihe, dann springt das auch wieder Ewigkeiten hoch, ne? Also, deswegen dachte ich, komm, mach's jetzt am Anfang. Dann haben wir gleich einmal abgegradete Artillerie. Ja, so machen wir das. Okay, den Rest ziehen wir dann nach. Wir machen erstmal das. Dann wollte ich auch nochmal direkt die neue Forschung mitmachen. Oder die neue, diese Geschwindigkeitsforschung, die ist dann auch durch. Und dann fangen wir mit dem Krams an. Oder mit dem Beacon. Den könnte man halt auch schon nehmen. Aber eigentlich, wir haben so wenig Strom. Na, mal gucken. So, das gefällt mir hier überhaupt nicht. Und diese Mauern sind gleich durch. Mäh. Womit bin ich jetzt eigentlich schneller? Zu Fuß oder mit Auto? Ich müsste da jetzt mal runter. Am besten mit Zug und dann mit... Ne? Das ist doch eine Idee. Pass mal auf. Komm mal her hier. So. Du fährst uns mal dahin. Habe ich irgendwas einstecken? Lasertürme? Ne. Ein paar Geschütztürme, aber... So. Na, ich glaube, ganz so schnell wie ein Auto ist es noch nicht. Je nach Untergrund, ne? Auf dem war das ganz gut gerade. Ja, da sind die Mauern kaputt, wa? Ja. Ich will da jetzt nicht die Tür offen lassen. Oh nein, jetzt habe ich keine Mauern bei, oder was? So, ich habe das jetzt mal wie bei den Amis gemacht, ne? Nicht kleckern, sondern klotzen. Mal gucken, ob sich einer da durchkämpfen will. Oder auch nicht. So, und wieder zurück. Müssen wir jetzt mal wieder uns mit der grünen Forschung beschäftigen. Warum habe ich so viele grüne Kristalle eingesteckt? Ganz einfach. Wir brauchen nämlich ein neues Labor. Kostet 40 Kristalle. Und wir brauchen dazu jede Menge anderen Krams. Und deswegen habe ich da schon mal so viel eingesteckt. Wir brauchen, guck mal, 10 Labore für so ein Labor.
Und das können wir nicht mal ansatzweise bauen. Das werden wir dann jetzt aber mal ändern. Wir können ja schon mal 10 bauen. Und dann können wir hier noch mal 10 von bauen, wenn ich jetzt genug Teile sammle. Wir nehmen das einfach mal aus den Kisten. Schnell genug sind wir ja. Wie sage ich, so viele Steine da drüben. Das hatte ich gerade zum Landfill sammeln so. Aber das kann mal anders. Und wir brauchen hiervon hier noch. So, guck mal, dann können wir da eins bauen von. Dann gucken wir mal, wie groß das ist. Ich kenne es nämlich noch nicht. Und da sind jetzt auch ein paar Kristalle weg. Aha. Das ist schon merkwürdig, wenn der da liegt. Und wir können ja hier auch noch mal so machen. Ja, es dauert auch einen Moment. Das hat vor allem auch, warte mal, wir gucken mal. Hier, Forschungstempo, das normale Labor von 1,5, ne? Plus das, was wir erforscht haben. Und dann gucken wir uns das andere an. Plus 10. Ja, also 10 und dann nochmal plus 5. Weil das prozentual halt draufhaut und auf 10 schlägt das prozentual echt hart drauf, ne? Also 15 zu, naja, 2, irgendwas. Ha! Also, oh. Ja, ungefähr so sieht das aus. Nimm Platz von 6 Laboren ein. Das ist so, ja. Das heißt, wir können das alles mal umbauen. So, aber bevor wir das machen, nicht, dass der die primitive Forschung nicht verarbeiten kann. Doch, kann er. Okay. Oh, hier. Das lohnt sich, das lohnt sich. Ja. Das wollen wir. Das wollen wir. Ja. Okay, hier passt alles rein. Das werden wir langfristig umbauen müssen, weil das kriegen wir, so viel Zeug kriegen wir mit den Bändern hier gar nicht rangeliefert. Ein Band, zwei, drei, vier, obwohl fünf Bänder, so groß wie das ist, doch. Doch, das geht sogar. Okay, das heißt aber, wir kriegen im Kern 4 Stück davon hingestellt. Ist das richtig? Wo ist es? Wenn wir das da hinstellen. Ja, kriegen wir noch eins drunter. Und dann können wir hier auch ein paar Lanes wegschmelzen, weil die brauchen wir dann alle gar nicht mehr. In der Hinsicht kappen wir mal das hier. Achso, die Forschung wird gerade sowieso nicht benutzt, ne? Naja. Ich könnte das doch mal rausnehmen und. Na, so viel Forschung liegt hier aber nicht, ne? Wie viel ist hier so drin? Das ist ein bisschen viel. Ah, was haben, ist das hier? Range. Komm, wir nehmen mal das. 2000. Das sollte drin sein. Und in der Zeit, wo das hier, ach so, arbeitet, räumen wir mal das Band hier frei. Das brauchen wir nämlich gerade nicht. Ah. Wir brauchen mal Kisten. Wir stellen sie mal einfach hier hin. Was haben wir denn, was wir nicht brauchen? Wie wird mit Fließbänder? Hier jede Menge Kisten. Das brauchen wir nicht. Ah, warte mal. Da, nicht, dass uns das jetzt neue bringt. Simulationsdaten. Warte mal, brauchen wir die zum Bauen? Ja, 100 tatsächlich. Komm, wir packen noch erstmal die Dinger dann rein. Wir wollen jetzt erstmal nur die Forschung sammeln. Jetzt. Oh. Dann können wir uns mal auf Band stellen, weil da ist ja nichts. So. Und nehmen wir den. Alles klar, das haben wir weg. Da ist es. Ja, guck mal. 500 waren auf den Bändern oben. Nicht so sehr viel tatsächlich. Reicht im Kern ja auch noch nicht mal, um das zu erforschen, was wir jetzt reingereiht haben, ne? 500, 600, naja. Naja, ungefähr ein Drittel wird weggehen, ha?
Hier hört es ja sogar schon auf. Komm mal, dann nehmen wir das mal weg. Gut, das müssten dann jetzt nach, obwohl nach und nach ist gut gesagt, ne? Aber komm mal, wir sammeln das mal ein. Mit den Untergrundbändern dauert das eine Weile, da ist noch was. So. Vielleicht ein paar Mal mit hin und her laufen. Tja, hat er sich sogar noch was rausgegriffen. So, da ist schon weg. Da kommen die letzten jetzt. Okay. Dann können wir die nämlich direkt verwerten. So, da sind die letzten. Dann sparen wir auch Module, hä? Warte mal. Bin ich jetzt neugierig? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, wie? Also, ja. Grundsätzlich vom Platz her, ja. Und in der Menge her über den Platz verteilt sparen wir natürlich auch Module. So ist auch richtig. Ja, kommt gleich zu Ende. Alles klar. Zack. So, dann machen wir mal den Krams hier weg. Den brauchen wir so nicht. So, und dann ist die Frage, das alles mal eben wegmachen, oder? So, weil brauchen wir so ja nicht mehr. Gleich geht die ganze Basis aus, ja ungefähr so. Hier unten ist alles aus. Na, es wird Zeit, dass wir die hier wegnehmen. Und hier mal eine vernünftige Stromanbindung machen. Wieso steht der da noch? Und weil das so ist, machen wir das hier auch weg. Und bauen das gegebenenfalls neu. So. Und jetzt müssen wir ein wenig kreativ werden. So, mal hier. Ganze Forschung rein reicht nicht. Was auf, dann machen wir die Kristalle hier noch rein, weil wir brauchen, zack, noch mal ein bisschen Luft. Oh, wenn wir das von Labor zu Labor durchreichen können, dann brauchen wir ja fast nichts anderes mehr als das hier, hä? Dann können wir eigentlich den ganzen Krams hier wegnehmen. Weil so viele Labore sind es ja dann nicht. Was? Nein, Strom, oder? Oh, mach die Karte aus. So, wo hängt denn das dran? Ich wollte den Strom gerade machen. So, ist wieder Strom da? Nee. Wieso wird denn das da jetzt weggefressen? Ah, die Verbindung da fehlt, oder was? Da ist Strom. Das Radar ist zumindest mal weg. Ja. Genau in dem Moment kommen die, wo ich am Umbauen bin. Ja. Und dann dieser Panikbau gerade. Ja. Aber immerhin, wir haben zwei Labore. Ja, das kann auch alles umgebaut werden dann.
Das passt ja auch alles nicht. Okay, spannend. Dann machen wir dich auch nochmal weg, komm. Bauen wir das einmal komplett neu dann. Die Forschung können wir dann gleich mal reinhauen. Gerade eben will ich nämlich vor allem erstmal los. Kann ich hier durch, ja. Wie viel Prozent sind das jetzt? 30% Produktivität. Das ist gut, das ist echt gut. So. Forschung kann man. Ist die Forschung raus? Ne. Ach, mehr nimmt er nicht. Gut, dann gucken wir doch mal, ob wir nochmal zwei bauen können. Was? Wo? Immer noch da unten. Ja, jetzt ist wahrscheinlich alles offen. Jetzt kommen die reingerannt, ne? Okay. Das heißt, ich habe da keine Zeit jetzt, um hier noch sinnvoll weiterzubauen. Ich muss da runter. Ja, ich bin. Das Auto ist nicht mehr viel schneller als ich, glaube ich, wenn ich das so sehe. Okay, repariert ist es. Setzen wir hier gleich nochmal ein paar Tore ein. Ja. Oh, da haben noch Sachen gefehlt. So, was sagt die Übersicht? Die Übersicht sieht gut aus. So. Für die Sicherheit. So, da sind wir wieder zurück. Ein Labor will ich noch bauen. Ach, guck mal, da fehlen mir jetzt die Teile. 8 Labore habe ich, 10 brauche ich. Heißt, ich muss noch 2 bauen. Und ich habe jetzt einfach mal hier die großen Greifarme reingesetzt. Oh, der Schattenwurf, ne? Das ist ja auch geil. Weil ich werde hier gar nicht mehr mit Greifarmen arbeiten, sondern einfach nur noch mit Loader. Belter-Loader. Mhm. So, und da so. Ja, dir, das ist schon. Da kann Autos schon schlecht mithalten, nur. Ja, nee, das ist schon ganz gut, was wir hier haben. So, wir brauchen hier nochmal Teile. Zack. Schneller als Beam. Ja, die armen Pflanzen. Naja. So, komm schon. Perfekt. Dann muss das Radar da mal weg. So, ihr nicht. Ihr kommt da rein. Der hat das deckt richtig gut. Ha. Super geil mit den Dingern. So, ich wollte Loader benutzen und da haben wir ja auch welche. Beziehungsweise, ich muss mal gucken, ob wir nicht sogar schon die besten haben.
Ja, wobei das natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen über ist, ne? Weil ich hab ja eh bloß ein gelbes Band. Ja, nehme ich mir einfach für die Zukunft gleich nochmal ein paar mit, so. Geht auf jeden Fall schneller hinzulaufen, als das mit dem Roboter bringen zu lassen. So. Dann. Sieht das jetzt hier gut aus. Also. Wenn wir mit Loadern arbeiten, dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5 in Summe. Keine Ahnung, ob wir das jemals alles hierher bringen werden können. Wir machen das mal wie folgt. Na, wir stellen ihn einfach mal optisch. Na, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Das soll alles nach drin. Dann kommen wir jetzt mit dem da. Das kommt doch hier bestimmt hinter die. Perfekt. So, und das bedeutet. Ist das jetzt da richtig gewesen? Nee, wir nehmen gleich mal den. Ziehen den hier nach hinten weiter. Da rein. So. So, dann nehmen wir hier auch mal gleich die roten Tunnels. Und dann sieht das nämlich so aus. Und dann machen wir den hier auch so. Dann sparen wir uns den. Und dann sagen wir, wir machen das so nicht. Moment. Was wir vielleicht machen können ist, um mal Platz zu halten. Wir überspringen den. Machen das so. Wir splitten den hier. Und machen den da rein. Das gibt uns die Möglichkeit, den nächsten Splitter hier hinzusetzen, was irgendwie nicht richtig funktioniert. Im Zweifelsfall kommen halt zwei einfach mal woanders hin. Irgendwo hier oben oder so. Würde ja auch gehen. Und dann kommen die anderen zwei. Naja, irgendwo hier unten hin. Gut. Machen wir so. Oder. Machen wir, wenn es soweit ist. Das ist natürlich richtig gut jetzt. So, dann kommen wir jetzt mal mit der anderen Forschung hier. Wir nehmen den. Hauen den Splitter daran. Ach so, ja, guck mal, dann kann der doch dahin. Stört auch hier jetzt nicht mehr. Na, beziehungsweise ist hier dann vielleicht ja auch eher der Punkt, hier nicht den ersten zu nehmen, sondern den letzten. Wie ist denn das, wenn ich den hier hinstelle? So. Dann geht das da wieder nicht. Aber ich könnte erstmal so machen.
das dann hier entsprechend reinholen. Und dann könnte ich bei dem so rüberspringen. Ja, und dann wird der Platz zu wenig. Bauen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt holen wir erstmal das hier rüber. So. Und dann bin ich gespannt, wenn der gleich wieder anfängt, hier Stacks zu nehmen. Na, wobei ist eigentlich genug drin. Oh. Wie viel Strom braucht ihr? 44 Megawatt pro. So viel dazu. Oh, scha. Ja, so viel dazu. Okay, dafür haben wir genug Produktivität auch drin. Das ist mega einfach, diese Produktivität. Und vor allem, das sind ja die Anfangsmodule noch. Gut, dann packen wir mal die Kristalle wieder weg. Und dann werden wir mal Strom aufbauen. Boah. Ja, sollten wir auch. Alleine schon für die Laser. Und ja, die Power natürlich jetzt richtig, ne? Das sieht man ja auch am Verbrauch. Naja. Okay, wird Zeit für Grids und Solarpanels und so weiter. Aber das müssen wir sofort machen. Irgendwie. Im Sinne von. Nee. Okay, mit den Stromproblemen, die wir haben, müssen wir uns jetzt irgendwie beschäftigen. Denn so geht's nicht. Und das machen wir aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge. Guck noch mal eben. Ah, hier, guck mal. So viele Energiekristalle. Wunderbar. Insofern, Leute, schaltet gerne wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen. Tschüss.